Ja, meine geschätzten Freunde, Hoher Parteitag, wir haben in den letzten Wochen mit unserer Kampagne Blau gemacht, notwendigerweise auch auf eine sehr erfolgreiche Zeit von unserer Partei und unserem Bundesland hingewiesen, was in den letzten Jahren passiert ist, wo wir Freiheitliche die Verantwortung in diesem Land hatten. Dieser Blick nach hinten ist notwendig, denn dieses Aufatmen, und viele von uns wissen es, die schon lange in dieser Partei arbeiten, dieses Aufatmen, dieses Aufblühen, diese positive Entwicklung unseres Kärntner Heimatlandes konnte erst nach jahrzehntelanger Alleinregierung mit einer Reihe von Pleiten und Skandalen um die verstaatlichten Betriebe und den damals herrschenden Genossen eingeleitet werden, und zwar durch niemand anderen als den Jörg Haider. Sein politisches Talent und seine politische Arbeit war es zu verdanken, dass der rot-schwarze Proporz in unserem Land aufgebrochen werden konnte und viele und an vielen Pleitestandorten, angefangen von der BWU über Magdalene bis hin zu verstaatlichen Betrieben in anderen Bundesländern, Technologie-, Industrieparks und Gewerbeparks entstanden sind. Die Ansiedlung von internationalen High-Tech-Unternehmen ist gelungen. Die Unterstützung von Forschung und Entwicklung war in Kärnten endlich einmal das Thema. Man hat das CTR gegründet, Carinthian Tech Research, die sich primär um die Unterstützung der Infineon kümmert. Es sind Fachhochschulen, Bildungsinstitute eingerichtet worden, die Musikschulen und vieles mehr. Lakeside Park, Technologiepark ist entstanden. Und damit ist Kärnten von einer netten, sage ich jetzt einmal, Sommerurlaubsdestination in Richtung eines Technologielandes gegangen. Doch seit die Roten in diesem Land wieder das Sagen haben, geht es genau in die andere Richtung. Der altbekannte sozialistische Regime ist leider wieder da. Postenbesetzungen nach dem Parteibuch, man kommt sich vor wie in der Rudi Carrell-Show, am laufenden Band. Ein Roter, eine Rote, ob sie verwandt sind oder Parteimitglieder, nach dem anderen wird in den öffentlichen Dienst gehoben. Das Land ist wieder ein Selbstbedienungsladen der SPÖ geworden. Egal, ob es im Landesdienst ist, ob es in Fachabteilungen, in Bezirkshauptmannschaften ist, es zählt wieder das rote Parteibuch als Eintrittskarte in den öffentlichen Dienst. Die rote Familie teilt sich Kärnten so auf, wie es die schwarze in Wien tut. Und damit muss Schluss sein, meine lieben Freunde, damit muss Schluss sein. In Kärnten residiert im wahrsten Sinne des Wortes der Kaiser, am kaiserlichen Hof, Arnulfplatz 1. Dort sitzt er mit seinen Hofdamen und regiert unser Land. Das Haus, das der Jörg Haider aufgemacht hat für die Kärntnerinnen und Kärntner, wo es eine Anlaufstelle gegeben hat, direkt in der Landesregierung, wo jeder hineingehen können hat in dieses Haus, ist wieder geschlossen. Es ist wieder eine Hofburg geworden. Und nur wer eine Audienz hat, kommt am Portier vorbei. Und es ist ihnen leider auch gelungen, durch die Änderung der Verfassung die Konzentrationsregierung abzuschaffen in Kärnten, denn sonst würden jetzt zwei blaue Landesräte in der Landesregierung sitzen und vieles wäre sicher nicht so gelaufen. Und mit den Schwarzen, mittlerweile Türkisen, hat man natürlich auch wieder ein gut funktionierendes österreichisches System etablieren können. Das rot-schwarze Proporzsystem hat in Kärnten wieder Fuß gefasst. Aber auch die hat der Herr Kaiser über den Tisch gezogen im Zuge der Regierungsbildung. Da haben sie einen Fehler gemacht und waren ein bisschen schwach aufgestellt. Und heute dürfen die Herren vielleicht noch als Kammerdiener dienen. Viel mehr sind sie nicht, weil die Einstimmigkeit in der Landesregierung ist abgeschafft worden. Und es geht wieder um die Interessen der Partei und weniger um die Interessen der Bevölkerung. Es geht auch wenig um die Interessen der Kärntnerinnen und Kärntner. Und wenn man zum Beispiel ins benachbarte Ausland schaut, wo seit Jahrzehnten unsere Minderheit nicht anerkannt ist, wo es sogar einen einstimmigen Beschluss bei uns im Nationalrat gibt, dass die Gocea, dass die Minderheiten, die deutschsprachigen Minderheiten in Slowenien anerkannt werden, nichts hört man von Herrn Landeshauptmann in diese Richtung. Vielmehr hört man von Herrn Landeshauptmann in einem ORF-Interview, und da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen, dass die Partisanen durch ihren Kampf die
den Grundstein für die Zweite Republik gelegt hätten. Also da muss man sagen, dieses Geschichtsverständnis ist wirklich einzigartig, wenn man weiß, was die Partisanen in Kärnten angerichtet haben. Also da kann man sich nur noch wundern. Und wenn es um die Aufnahme von Migranten geht, von meist illegalen Migranten, die über unsere Grenzen kommen, da stehen sie als Willkommensklatscher in der ersten Reihe. Und obwohl wir davor gewarnt haben, dass Parallelgesellschaften entstehen werden, die Kriminalität steigt, alles das wird ignoriert und es wird wieder alles ins Land gelassen, was bei uns an die Tür klopft. Und die Drogenkriminalität ist etwas, was in Kärnten leider mittlerweile an der Spitze ist. Wir sind in Österreich leider hier Spitzenreiter. Und auch hier hat uns die Geschichte recht gegeben, weil wenn wir uns zurückerinnern und die Eltern und die, was schon länger bei der Partei bin, so wie ich, wissen, dass Österreich zuerst, der Herbert wird dort mittendrin gewesen sein, damals 1992, wie hat man uns beschimpft, wie man dieses Volksbegehren begonnen hat und wie hat man gegen die Freiheitlichen gewettert, von der Bischofskonferenz, Lichtermeere sind entstanden und heute haben wir genau die Situation, 30 Jahre danach, Schlepperbanden machen auf der ganzen Welt das große Geschäft, weil es lukrativ ist, nehmen den Leuten das letzte Hab und Gut weg und versprechen ihnen hier ein Leben ohne Sorgen und einen Sozialstaat, der auf sie schaut. Und der Herr ÖVP-Innenminister ist da nicht viel besser. Er erzählt uns klar, dass er gleich arbeiten würde wie der Herbert bei Nichten. Heuer sind es wieder 30.000 Migranten, die in unser Land gekommen sind. Das ist doppelt so viel, mehr als doppelt so viel, als die Stadt St. Veit Einwohner hat. Und der Kärntner SPÖ-Vorsitzende spielt da seine angepasste Rolle, weil das ist ja auch sein Weltbild. Also jeder, der sich verbessern will, jeder, der sich auch nur wirtschaftlich verbessern will und unseren Sozialstaat hat, soll in unser Land kommen. Das ist offensichtlich die Devise. Und unser Zugang ist aber ganz ein anderer. Unser Zugang ist, dass wir sagen, wir machen dicht zu die Außengrenzen, wir kontrollieren an unserer Außengrenze und keiner soll mehr in unser Land kommen, den wir nicht zu uns einladen und haben wollen. Und Kärnten kann mehr, war der letzte Wahlslogan der Sozialdemokraten. Und in diesem Punkt hält man sich auch daran, was die Migration betrifft. Also es ist schon bedenklich, wenn in einem Ort wie St. Egiden mit 350 Einwohnern jetzt 80 Migranten kommen sollen. Dafür müssen nur die Bundesheersoldaten ausziehen aus diesem Gebäude. Das wird freigemacht und 80 Migranten kommen in einen Ort, wo es null Infrastruktur gibt. Überhaupt keine Infrastruktur. Da gibt es kein Geschäft. Da gibt es kein Gasthaus, da gibt es nichts und da wohnen 350 Leute und da bringt man jetzt 80 Migranten hin. Der Herr Landeshauptmann meldet sich natürlich dazu überhaupt nicht zu Wort, hat keine Zuständigkeit, wie er sagt. Ich habe das natürlich mit einer parlamentarischen Anfrage jetzt hinterfragt im Parlament, das dauert noch ein bisschen. Aber eins kann ich garantieren, das würde es mit uns in einer Regierung nicht geben. Und unter einem Innenminister Kickl schon gar nicht. Das ist verantwortungslose linke Politik und wir stehen auf der Seite der Bürger und deshalb haben wir mit Gernot diese Woche auch eine Pressekonferenz gemacht mit der Bürgerinitiative. Wir haben auch gesagt, wir wollen sie überhaupt nicht vereinnahmen für uns politisch. Da sind Leute dabei von allen politischen Fraktionen. Aber die haben einfach Sorge um ihren Ort, Sorge um ihre Familie dort, Sorge um ihre Kinder und deswegen haben wir eine Sondersitzung beantragt im Kärntner Landtag, die am Montag um 9 Uhr stattfinden wird und da schauen wir mal, ob sie sich dieser Diskussion stellen, die anderen Parteien, oder ob sie uns noch 3 Minuten abdrehen, weil das können sie nämlich auch noch, das haben sie in der Landesverfassung auch so verankert, dass sie die Opposition so einschränken können, dass noch 3 Minuten so eine Sitzung beendet werden kann. Also ich hoffe, Gernot, ihr gebt denen am Montag so Gas, sie werden natürlich zuschauen kommen, dass wir mal hören und sehen von den Damen, was sie von dieser Sache halten und wie sie zur Bevölkerung stehen können. Und auch unsere kritische Sicht zur EU hat sich bewahrheitet. Also auch da sind wir nicht falsch gelegen und wer das Buch gelesen hat, die Freiheit, die ich meine und die Freiheit, die wir meinen, lehnt ja anders ab, an, was der Herbert
damals sicher mit dem Jörg gemeinsam auch entwickelt hat, dieses Buch und geschrieben, bin ich mir überzeugt, dass der Herbert da federführend auch mit dabei war, da hat man das auch vorausgesehen, dass dort draußen eine Zentralstadt entsteht, dass dort Politiker sitzen, die keine Legitimation haben, keiner Wahl sich stellen müssen, dort von Lobbyisten beeinflusst werden und uns sagen, was wir in unserem eigenen Land noch zu tun haben. Das haben wir und alle anderen Parteien wollen das und unterstützen das. Die Neos sind die größten Zentralisten. Die Roten waren es schon immer und die Schwarzen tun zwar manchmal so, dass sie für uns wären und für den ländlichen Raum und für unsere ländlichen Regionen, aber es sind die gleichen Zentralisten. Man will uns entmachten in unserem eigenen Land. Und jetzt ist der nächste Schritt gemacht worden. Wir haben uns dagegen gewehrt im Parlament mit unserem Clubobmann in Herbert. Jetzt sind wir auf dem Weg in Richtung einer Schuldenunion. Man hat unter den Deckmantel und jetzt Corona-Krise, wir brauchen einen Wiederaufbaufonds, etwas gemacht, was in den Verträgen von Maastricht ausgeschlossen ist. Dass wir Schulden aufnehmen, dass die EU Schulden aufnimmt und wir alle dafür hofften. Und das ist passiert mit dem Wiederaufbaufonds mit 750 Milliarden Euro, die die EU aufgenommen hat. Davon haften wir als Österreicher mit 13 Milliarden Euro. Und jetzt jubelt man, weil wir 3,5 Milliarden Euro zurückkriegen. Also wir hofften für 13 in Brüssel, kriegen 3,5 Milliarden zurück, die nach Österreich fließen von diesen 750 Milliarden und der Rest wird auf die anderen Länder in Europa verteilt. Und wie das verteilt wird, möchte ich auch an einem kleinen Beispiel sagen. Italien hat ungefähr 6-mal so viele Einwohner wie Österreich. Also wenn wir jetzt die 3,5 mal 6 rechnen und da hat man ungefähr bei 24 Milliarden liegen, was meinst du, was Italien kriegt? 200 Milliarden. 200 Milliarden kriegt Italien, Österreich 3,5 Milliarden. Also gute Nacht Österreich, auch hier braucht es eine Kurskorrektur, meine lieben Freunde. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir wieder Regierungsverantwortung, auch in Wien Regierungsverantwortung haben, Herbert. Und da müssen wir hin, da muss es hingehen. Aber wie schon gesagt, man kann nicht nur in der Vergangenheit leben. Das tun eh die anderen Parteien. Die ruhen sich auf den Erfolgen aus, die die freiheitliche Regierung in Kern geschaffen hat und vor allem, was der Jörg Haider in Kern gemacht hat. Bis jetzt haben sie selber noch gar nichts zusammengebracht. Aber wir müssen in die Zukunft schauen. Und deshalb muss aus blau gemacht, blau gedacht werden. Ich habe es heute da hinten auch schon gelesen. Und wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Projekte, wir müssen die Herausforderungen der Zukunft lösen, das erwarten sich die Menschen von uns, sie erwarten sich Antworten auf die Herausforderungen des täglichen Lebens, sie erwarten sich Ideen, sie erwarten sich Visionen, sie erwarten sich den Willen zur Veränderung und der kommt nur von uns Freiheitliche. Und deshalb braucht es ganz klare Konzepte, ganz klare Ideen, ganz klare Punkte und auch eine ganz klare Linie, die wir vorgeben müssen, wenn wir wieder regieren wollen. Da bin ich überzeugt davon. Und deshalb haben wir auch mit unserem Landtagsclub vor kurzem eine Klausur gemacht in Heiligenblut und haben dort viele Themen ausgearbeitet und die werden alle daherkommen in den nächsten Monaten bis zur Wahl 2023. Und da werden wir diese Regierenden vor uns hertreiben mit unseren Ideen in allen Bereichen. Und wir haben uns jetzt einmal auf drei Schwerpunkte festgelegt, die wir in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten und Tagen bearbeiten werden, umsetzen wollen auf allen Ebenen. Das erste, Kärnten muss wieder sozialer werden. Es braucht einen Systemwechsel, es braucht ein Kärntner Pflegemodell. Als zweites Thema, Wirtschaft kann man natürlich nicht auslassen. Und hier ist natürlich ein vorrangiges Thema die Facharbeiter, das Thema der Facharbeiter und der Lehrlinge. Ich habe es ja schon bei Sommergespräch gesagt, wir fordern eine Lehrabschlussprämie von 10.000 Euro und auch die habe ich schon im Nationalrat eingebracht, ich habe es schon im Club abgestimmt und auch draußen liegt dieser Antrag schon. Letzte Woche war er schon im Wirtschaftsausschuss, ist natürlich mit allen Begründungen von den Schwarzen vertagt worden und von den Grünen, aber wir werden auf dem Thema draufbleiben und wir brauchen unsere Kärntner Identität, wir brauchen unsere Volkskultur, das ist Kärntner Heimat. Und die wird vernachlässigt und deswegen freue ich mich so, dass heute die Blaskapellen da gespielt hat und ein Chor bei uns ist. Und warum muss Kärnten wieder sozialer werden? Schauen wir uns das einmal an. Mit den Sozialisten ist die soziale Kälte in unser Land eingezogen. Man glaubt es zwar nicht, aber
die freiheitlichen Sozialprojekte, die unter Jörg Haider eingeführt worden sind, sind alle abgeschafft worden. Wir haben derzeit 97.000 armutsgefährdende Kärntner, Kärntnerinnen und Kärntner. Das sind 20% der Kärntner Bevölkerung, die sind armutsgefährdend. Was hat man abgeschafft? Den Teuerungsausgleich. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen würden. Die Strompreise explodieren, die Gaspreise explodieren, die Energiekosten steigen immens. Jetzt mit der Klimapolitik und den neuen angekündigten Budget, das auf uns zukommt, mit unserem ökosozialen Budget, werden weitere Belastungen auf uns zukommen. Das erneuerbare Ausbaugesetz kostet allein jeden Haushalt zumindest 100 Euro mehr an Strom. Weil die Windradeln, gegen die wir uns sehr positiv und sehr erfolgreich mit unserer Petition wehren, oder auch die Photovoltaikanlagen, die Förderungen, die zahlen unsere Haushalte, natürlich über den Strompreis. Das ist kein geschenktes Geld, also das muss alles finanziert werden. Und das zahlen die Haushalte und damit werden sie belastet. Das Müttergeld, das war ein Geld für die Mütter, die halt nicht einmal die Mindestgrenze erreicht haben bei der Pension. Gestrichen worden, die Landestankstellen zugesperrt worden, Heizkostenzuschuss nie valorisiert. Jetzt vor der Wahl, jetzt kommt es natürlich wieder, die Roten, vor der Wahl tun es ein bisschen was wieder erhöhen, anpassen, nach der Wahl werden die Leute wieder aus dem System rausgemobbt. Also auch da fehlt es wirklich, Wohnbauhilfe ist gestrichen worden, Einkommensgrenze bei der Wohnbauhilfe ist angehoben worden. Also man schaut, dass immer weniger Leute anspruchsberechtigt sind, die sozial Schwachen in unserer Gesellschaft aus diesen Systemen hinausgemobbt werden. Und deshalb haben wir auch einen Antrag auf Stromkostenzuschuss, analog dem Heizkostenzuschuss, mit Gernot eingebracht im Landtag, damit wir den Menschen helfen. Also ich muss jetzt was tun, jetzt werden die Kosten steigen und jetzt muss man den Menschen helfen. Also es braucht wieder eine soziale und nicht eine sozialistische Gerechtigkeit in diesem Land. Weil diese Landesregierung, die strahlt gleich viel Wärme aus wie der Eisberg, der an dem die Titanic untergegangen ist. Also das ist so ungefähr die soziale Wärme, die derzeit von An auf Platz 1 ausgeht. Und da hinten sitzt sie, über die ich sehr froh bin, die Marie-Louise Mittermüller. Und das ist auch ein Schwerpunkt und da werden wir auch mehr investieren und auch einen weiteren Schwerpunkt setzen. Die Marie-Louise Mittermüller, das hat der Gernot eingeführt mit ihr, hat ein Bürgerbüro eingerichtet, das ist heute schon erwähnt worden, bei uns in unserer Parteizentrale in Klagenfurt. Sie hilft dort Menschen, die durchs Netz fallen, die wirklich aus dem System raus wollen, die nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Die kommen zu Marie-Louise Mittermüller. Marie-Louise, herzliches Danke für deine Arbeit. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Du wirst zusätzliche Ressourcen kriegen, du wirst zusätzliche Unterstützung kriegen, du wirst einen politischen Ansprechpartner kriegen, der heute, das war ja ein bisschen komisch, weil sie bisher wollte ja keiner Finanzreferent der Partei werden in Kärnten. Gell? Heute war er fast ein bisschen weinerlich, weil er es nicht mehr sein soll, Harald Redenbein. Also, das ist aber eine gute Arbeit und ein gutes Zeichen, was du gemacht hast. Und er wird der politische Ansprechpartner sein, er ist unser Sozialsprecher im Kärntner Landtag. Der Harald Redenbrein wird hier die politische Verantwortung übernehmen, du kriegst entsprechende Ressourcen. Wir werden eine Anlaufstelle für die sozial Schwachen in diesem Land sein, weil wir sind das Gewissen, das soziale Gewissen in diesem Land. Und was da dazu gehört, ist auch ein wesentliches Thema und das kommt auf unsere Gesellschaft zu. Wir haben das Glück, dass wir alle älter werden, aber es braucht ein anderes System der Pflege. Mit dem herkömmlichen System, dem sozialistischen System wieder, alles zentralisieren, ein paar Vereine einrichten, Organisationen aufbauen, Beratungen aufbauen, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Leute, die sich um die Eltern kümmern und nicht, die irgendwo Organisationen an einer Organisation sitzen und irgendwas organisieren. Und deswegen braucht es einen Systemwechsel. Wir haben heute, ist das System in die Richtung ausgerichtet, dass alles zentral in einer stationären Pflege endet.
Das heißt, die Leute kommen ins Altersheim und werden dort gepflegt. Das werden wir sowohl finanziell nicht schaffen, als auch von den Ressourcen her. Also wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 10 Jahren 75.000 neue Pflegekräfte, zusätzliche Pflegekräfte brauchen. Derzeit kostet uns dieses Pflegesystem in Österreich, ich rede jetzt von österreichischen Zahlen, rund 4 Milliarden Euro. Also auch die Kosten werden wir nicht schaffen. Und deshalb braucht es einen Systemwechsel. Und da hat der Sigi Joos gemeinsam mit Christian Racker, der langjähriger Sozialreferent war in Kärnten, federführend ein Modell ausgearbeitet. Das gibt schon zum Teil wird es ergänzt und kommen Punkte dazu, in Holland, in der Gemeinde Burgs. Und dort wird das umgesetzt. Und man greift auf die Familie als Ressource zurück. Das heißt, die Familie soll, solange es geht, die Pflege übernehmen. Dafür braucht es aber entsprechende Unterstützung. Das heißt, ich muss das System umdrehen und schauen, dass die Leute von der Pflegestufe 1 bis zur Pflegestufe 3 möglichst lang zu Hause bleiben können und dann erst in die stationäre Pflege kommen. Und dazu brauche ich aber jemanden, der sich darum kümmert. Und der sich darum kümmert, muss dafür ein Geld kriegen. Das heißt, es braucht einen Pflegescheck. Das heißt, wir werden einen Pflegescheck fordern. Wir werden das Pflegemodell in Kärnten, im Landtag ist es eh schon eingebracht mit einem Antrag, und vorantreiben, dass das kommt, dass die pflegenden Angehörigen Geld kriegen. Damit kann er dann sich selbst versichern auf der einen Seite oder sich professionelle Pflege, die man natürlich braucht, hinzunehmen und auch finanzieren. Das heißt, die hole ich mir dann ins Haus, die Hilfsdienste, aber vieles kann ich selbst übernehmen und kann die Pflege zu Hause für meine Angehörigen übernehmen. Aber da brauche ich ja eine soziale Absicherung natürlich auch und eine entsprechende Unterstützung. Parallel dazu steuerliche Entlastung für die Pfleger, also für den Pflegeberuf generell. Ich glaube, das ist auch ein Bundesthema, da müssen wir auch auf Bundesebene drauf. Wir müssen schauen, dass wir diese Berufsgruppe steuerlich entlasten, dass die ja ordentlich was verdienen, wenn sie auf unsere Leute schauen. Und was wir schon lange fordern, was auch verhindert wird, weil es die Sozialisten nicht haben wollen, ist die Pflegelehre. Gibt es auch in der Schweiz schon funktionierende Modelle. Nach dem Schweizer Vorbild soll eine Pflege kommen. Und damit schaffen wir es auch, dass wir unsere Leute erstens einmal länger daheim halten können, dass wir die Regionen auch beleben, dass wir regionale Politik machen, dass wir die Regionen auch stärken. Und das ist auch die Freiheit, die wir meinen, meine lieben Freunde. Auch im Sozialbereich braucht es diese Freiheit. Und dann vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Das ich habe schon angesprochen. Die Landesregierung hat es sogar geschafft, als einzige Österreichs die Ansiedlungsagentur abzuschaffen. Also eine Betriebsansiedlungsagentur namens Entwicklungsagentur Kärnten wurde liquidiert. Man hat zwar gesagt, es gibt die Barbeck, die hat ganz was anderes gemacht. Die haben jetzt vor kurzem eine Standortdatenbank groß präsentiert in der Zeitung. Die kleine Zeitung hat einen Bericht darüber geschrieben. Meine Darstellung haben sie leider nicht gebracht, dass es diese Standortdatenbank vor 10 Jahren in dieser Entwicklungsagentur schon gegeben hat, voll gefüllt mit Daten. Jetzt entwickeln wir die Standortdatenbank neu und fängt an, Daten zu befüllen, 10 Jahre später. Also ich frage mich, wo diese Datenbank erstens einmal geblieben ist und dass man sowas jetzt verkaufen versucht. Und dann steht der Landeshauptmann dort mit der entsprechenden Referentin, mit der Frau Schaunig und der Bürgermeister von St. Veit und der Geschäftsführer von der Barbeck und verkaufen das als den neuen Erfolg, eine Standortdatenbank. Also wirklich peinlich, was da passiert. Und die haben unsere Ansiedlungsgesellschaft liquidiert. Die haben es weggetan. Die Ansiedlungsgesellschaft hat sich darum gekümmert, dass Betriebe nach Kärnten kommen. Die hat sich darum gekümmert, dass unsere innovativen Betriebe unterstützt werden. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, oben bei euch im Geltal, der Verein Zukunft Handwerk Industrie Geltal, die sich auch um die Lehrlinge kümmern. Da war der Helmut Haas auch federführend drinnen. Da arbeiten oben unsere Unternehmer mit Franz Wiedenig massiv, dass das weiter aufrecht bleibt. Alles andere ist in den Land gestrichen worden. Und damit hat man es auch geschafft, uns vom Spitzenreiter im Bereich Forschung und Entwicklung wieder ins Abseits zu stellen. Und wir sehen jetzt die Schlusslichter in Österreich. Also das ist Wirtschaftspolitik à la SPÖ. Und wie gesagt, die ÖVP spielt da eh keine Rolle. Und deshalb braucht es da wieder eine entsprechende Wirtschaftspolitik, aktive Wirtschaftspolitik.
Es gibt Herausforderungen in unserem Land, die muss man sich stellen. Es braucht einen Ansprechpartner für Investoren, wenn jemand in Kärnten was tun will. Wir haben vorgeschlagen, eine Projektentwicklungsagentur zu installieren. Wir haben wunderschöne Seen, wir haben wunderschöne Tourismusorte. Leider passiert dort nichts, weil sich keiner darum kümmert, dass Investoren reinkommen, dass man Projekte aufstellt und dass man was für das Land tut. Und die Roten werden es nicht tun und deshalb sind wir so wichtig in diesem Land, dass wir auch wieder in diese Regierungsverantwortung kommen. Und wie ich schon gesagt habe, das Thema Lehrlinge und Facharbeiter ist eines der brennendsten. Wo du hinkommst, jeder Unternehmer sagt, bitte schick mir einen Facharbeiter, schick mir einen Lehrling, ich nehme ihn sofort. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren alles darauf ausgerichtet, dass unsere jungen Leute studieren gehen, dass sie Matura machen. Mittlerweile, habe ich gehört, ist das Matura-Niveau bei 30%. Also du musst noch 30% kennen, dann kriegst du da die Matura. Also das kriegst du schon leichter wie ein Führerschein. Also das ist einfach der falsche Weg. Und man hat die Lehre unattraktiv gemacht. Und das ist ein Fehler gewesen, auch in der Politik, dass man den Stellenwert der Lehre total missachtet hat. Es braucht eine Aufwertung, einen anderen Stellenwert für die Lehre, es braucht eine Aufwertung für unsere Lehrlinge. Es braucht nicht nur Geld, es braucht auch Werbung dafür, es braucht ein Marketing dafür. Und das nicht falsch verstehen, in der Kleinzeitung oder in der Krone, weil die lesen die Jungen nicht, sondern im Facebook, in Social Media, wo auch immer, mit coolen Filmen, mit Videos, dort schauen die Jungen rein, dort muss ich sie erreichen. Ich erreiche sie nicht in einer Wirtschaftskammerzeitung oder in einer Tageszeitung, im Wirtschaftsteil, den werden sie sich nicht anschauen. Und das muss auch die Politik in die Hand nehmen und hier entsprechendes Marketing machen. Und man muss natürlich schauen, dass man die Unternehmer mehr in die Schulen reinbringt oder umgekehrt, dass die Schulen mit den Unternehmern zusammenarbeiten und hier die jungen Leute dazu animieren, auch eine Lehre zu übernehmen. Und nach der Lehre kann man auch noch studieren. Und wir haben eingeführt in Kärnten die Lehre mit Matura und deshalb wollen wir in Kärnten auch diese Lehrabschlussprüfung haben und diese Lehrabschlussprämie für jemanden, der eine Lehre abschließt, 10.000 Euro. 5.000 Euro soll er im Bar kriegen und 5.000 Euro als Bildungscheck. Ich habe ihn letzte Woche im Wirtschaftsausschuss eingebracht. Natürlich war dort die Diskussion, ja, Geld verschenken und wir sollten das finanzieren. Also in Kärnten habe ich schon den Vorschlag gemacht, von den 7 Landesräten 2 weg. Da haben wir schon mal einen Haufen Geld gespart. Die braucht es eh nicht. 5 sind genug. Proporz ist abgeschafft. Haben wir schon einen Haufen Geld gespart. Das investieren wir in die Lehrlinge. Danke, Horstl. Aber auf Bundesebene haben sie dann gesagt, na und wie willst du das finanzieren? 10.000 Euro. Jetzt haben wir 100.000 Lehrlinge in Österreich. Davon werden jedes Jahr 30.000 fertig. Also für die 30.000 Euro bräuchte man dann 5.000 im Bar und 5.000 als Bildungscheck, also 10.000 Euro. Wir haben 100.000 Migranten allein im Jahr 2015 über die Grenze geholt. Hat da irgendeiner gefragt, was das kostet? Da kostet einer 50.000 Euro im Jahr, 50.000 jedes Jahr. Da hat keiner gefragt, wie es kostet. Da spielt Geld keine Rolle. Aber für unsere Lehrlinge sind 10.000 Euro nicht aufbringbar, sind nicht finanzierbar. Ich sage euch, mir sind unsere 10.000 Euro, unsere Lehrlinge sind 10.000 Euro zehnmal wert, als für die Migranten in dem Land. Das ist 50.000 Euro. Da werden sie wieder schimpfen, das haben sie schon im Wirtschaftsausschuss getan, wenn ich vergleiche die Migranten mit unseren Lehrlingen. Aber es ist mir egal, es ist so, ich stehe dazu zu dem, was ich sage. Mir sind es 100-mal mehr wert, als wenn ich noch irgendwelche Leute einlasse, die angeblich ja Doktoren und Facharbeiter und was ich was alles sehen, bis wir dann draufkommen, dass sie nicht einmal lesen und schreiben können. Und unsere Lehrlinge noch 3 Jahre eines Lehrabschlusses als Facharbeiter rauskommen, im Master machen und von 10 werden 3 Unternehmer, die sind uns 10.000 Euro nicht wert. Also ich kann es nicht verstehen. Ich stehe dazu. Und die Kärntner Seele, wir haben es ja heute gemerkt, braucht auch die Volkskultur. Und deshalb wollen wir natürlich auch unsere Volkskultur fördern. Und das ist auch erschreckend, was in dem Bereich passiert. Unsere Regierungsverantwortung, wo der Christian Racker noch in der Regierung gesessen sind, 2010, hat die Volkskultur in Kärnten 2,5 Millionen Euro bekommen. Im Jahr 2019
Rot-Schwarz 600.000. Also sieht man den Stellenwert, den unsere jetzige Landesregierung für die Volkskultur hat. Es ist alles abgeschafft worden, angefangen von Heimatherbst, über alle Unterstützungen, was die Vereine kriegen. Es ist alles zurückgedreht worden, sie kriegen keine Förderungen mehr. Jede Einladung, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile, ich mag sie schon gar nicht mehr anschauen, kann ich die Hälfte nicht lesen, ich kann nicht Slowenisch, tut mir leid. Also es ist schon wirklich erschreckend bei jeder Veranstaltung, wo du hinkommst, es geht nur mehr um dieses Thema. Und deshalb, wir wollen unsere Volkskultur, unsere Vereine, und deswegen freue ich mich wirklich so, dass heute das Kärntner Doppelsechstett da ist und dass die Blaskapellen von St. Georgen am Längse da ist, unterstützen. Und deshalb wollen wir das nächste Jahr 2022 zum Jahr der Volkskultur ausrufen. Wir wollen wieder einen Heimatherbst. Wir wollen einen Tag der Familie. Der Tag der Familie ist nichts anderes, als wir, dass die Familien in ganz Kärnten alle Kulturausstellungen gratis besuchen können. Ich glaube, das war dann ein schöner Familienausflug. Da können alle überall hinfahren, kommen ein bisschen in Kärnten rum. Ich habe das auch dürfen, wenn ich bin bei euch bei den Almwanderungen gewesen, habe ich auch bald Kärnten kennengelernt. Auf alle Almhütten war ich auch noch nicht, wo wir waren. Also es ist sicher etwas, was positiv ist, auch für die Familien. Und die sehen unsere Kultureinrichtungen, da gibt es sehr viel. Wir wollen eine verpflichtende Chorstunde in den Pflichtschulen. Das hat es in den letzten Jahren auch nicht mehr gegeben. Und die ganzen Chöre, sagen sie, leiden natürlich darunter, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt. Die Kinder singen immer in der Schule. Allein durch Corona haben sie eh alle psychische Probleme. Singen macht Spaß. Da können sie sich ein bisschen untereinander betätigen und ein bisschen Spaß haben. Und es ist auch positiv für die weitere Entwicklung. Und wir wollen, dass unsere Musik- und Gesangspädagogen, unsere Lehrer, auch ein bisschen Pflicht übernehmen und bei uns in den Vereinen tätig sein müssen. Also jeder Lehrer, der in so einer Schule ist, soll in einem Verein tätig sein. Das gibt es schon in der Steiermark. Das gibt es schon in der Steiermark und wir können auch von den Steirern mal was Gutes abschauen. Wir brauchen nicht alles neu erfinden. Die haben auch gute Ideen und ich glaube, das kann man in unsere Lehrer zumuten. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein paar persönliche Worte. Ich bin jetzt 30 Jahre bei der Partei, über 30 Jahre, viel länger schon, holt jetzt meine Frau mit mir aus. Ich habe zwei Kinder, die trotzdem, dass ich wenig daheim bin, aus denen was geworden ist, obwohl ich sehr wenig Zeit für sie habe, das hat sehr viel meine Frau übernommen. Ich bin kein Ich, ich bin ein Wir. Also ich bin jemand, der im Team arbeitet und es geht daher auch nicht um mich heute. Es geht nicht um mich, es geht um uns. Es geht um unsere Freiheitliche Partei, es geht um unsere politische Zukunft, es geht um unsere Grund- und Freiheitsrechte, es geht um unser Kärnten und um nichts anderes. In dem Sinne ersuche ich euch, das auch so zu beurteilen und schauen, dass wir da heute geschlossen rausgehen. Es hat schon einmal der Albert Einstein gesagt, man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Da habe ich auch mit Nero Kickl was gemeinsam. Ich sage, man muss nicht laut sein, um gehört zu werden. Also man wirft mir ja manchmal vor, dass ich zu sachlich bin und zu wenig angriffig. Und deshalb, glaube ich, sind wir da ganz auf einem guten Weg. Also wenn ihr wollt, meine lieben Freunde, dann schauen wir mal, ob die Frau Steiner-Hämmerle hat heute geschrieben, aus Blau gemacht, habe ich ja schon gesagt, und blau gedacht und die Frau Steiner-Hämmerle hat von einem blauen Wunder geredet. Vielleicht schaffen wir ein blaues Wunder, vielleicht sind wir 2023 ganz woanders in unserem politischen Ergebnis, wie heute viele glauben. Ich bin auf jeden Fall bereit, meine lieben Freunde, den Weg mit euch zu gehen, wenn ihr mich unterstützt. Kräftiges Glück auf und ich hoffe, wir haben heute einen guten Parteitag. Dankeschön.